MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Hey Dudes, was geht ab? Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom FIFA 14. Sanchez Dream Pack Road to FIFA 15. Wie auch immer. Ja, ich hoffe, euch wird es heute wieder gefallen. Lasst gerne ein Däumchen nach oben, das wäre sehr, sehr lieb und sehr cool von euch. Und wir schauen uns gerade mal das neue Team an, das man mir hier vorgestellt hat, beziehungsweise vorgeschlagen, zugeschickt auf YouTube. Unter dem letzten Video, vorletzten, keine Ahnung vor welchem Video, auf jeden Fall vor dem, wo ich sagte, stellt mir das doch mal runter. Und das hier ist halt noch nicht so ganz optimal von der Teamchemie her, aber wenn man das sich so anguckt, ist eigentlich gar nicht schlecht. Was man hier zum Beispiel noch machen könnte, wäre zum Beispiel, statt Lukaku, aber das wäre halt schlecht für die anderen von der Chemie her. Ihr seht, ja, also Lewandowski hätte da halt 9, das würde halt ein bisschen besser sein für Błażejkowski. Wir haben uns jetzt aber hier entschieden, Lukaku reinzumachen. Macht keinen Unterschied. Okay, alles cool. Ja, ich werde einfach mal damit rumtesten. Die Chemie ist halt noch nicht ganz optimal. Ich sollte am besten hier einen Italiener von Juve haben oder so. Und hier, ja, da müsste man auch mal irgendwie gucken. Insgesamt, damit hier mehr Chemie kommt, ne? Irgendwie mal schauen, was man da machen kann. Am besten... Ja, ich weiß es nicht. Also man muss halt gucken. Ist nicht ganz optimal, so wie es jetzt hier gerade ist. Die Position und alles. Aber mal gucken. Ich bedanke mich auf jeden Fall dafür, fürs Einsenden. Und ich teste jetzt einfach mal ein Match damit. Werde wahrscheinlich richtig auf die Schnauze fallen. Aber egal. Wir sehen es also gleich wieder, wenn wir einen Gegner haben. So, da haben wir unseren Gegner. Und der wählt sich jetzt hoffentlich ein entsprechendes Trikot aus. Ist der irgendwie... Ja, gut. Der ist da. Und er wählt sich das... ein gelbes Trikot aus. Mal gucken, wie wir gegen den jetzt spielen. Bin gespannt. 85er Bewertung. Ach, du heiliger Bimbam. Oh. Ja. Über die Außen. Schürrle. Und sofort das erste Ding reingekriegt. Uiuiuiui. Mario Götze. Knallt uns hier das erste Ding rein. Schade, schade, schade. Ach, Mann, Mann, Mann. José Reyna. Ja, hat er halt gut da durchgesteckt. War richtig viel Platz. Verteidigung passt nicht auf. Ich versuche nochmal mit dem Torwart rauszukommen, um da irgendwie was gegen zu machen. Aber letztendlich ist die Verteidigung einfach komplett offen. Schade. Okay, cool. Das war die erste Chance. Wir haben bisher noch nicht so viel Möglichkeit gehabt, uns hier irgendwie zu beweisen. Oh, oh, oh. Ich glaube, er heißt Cerci. Ich bin mir nicht ganz sicher. Gut. Gehalten. Auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Wir liegen erst 1:0 zurück. Das ist noch alles im Butter. Hey. Fuck. Schade. Das hätte ich da doch noch besser machen können. Oh nein, Alter! Oh, Lukaku! Och Mann, das ist doch nicht sein Ernst. Was ist da los? Der hätte auch drin sein müssen. Okay, erste Halbzeit vorbei. Wir liegen nur 1:0 hinten, was eigentlich gar nicht schlecht ist. Wir hätten hier durchaus gute Chancen gehabt oder hatten auch gute Chancen. Wurden ein bisschen komisch umgenockt. Der Schiedsrichter hat natürlich nichts gesehen, was alles kein Problem ist. Wir müssen da einfach dranbleiben. 1:0. Wir hatten 4 Schüsse, der 7. Alles kein Problem. Das können wir eigentlich alles machen. Okay. Oh! Mann, Freunde! Da gibt's jetzt hier die Ecke. Uiuiuiui. Okay. Hui! Da hätte ich eigentlich gedacht, dass wir da rankommen. Da ist er jetzt durch. Das ist schlecht. Marco Reus.
Durch jeden durch. Ey, wir haben 500 Chancen, schaffen nicht, da ein Ding zu machen. Hat er mal wieder eine kleine Pups-Chance und schießt erstmal durch zwei Leute durch. Tja, so ist es, ne? Super, Rodwell. Ey, das grenzt doch hier schon wieder am Momentum. Wie oft schießen wir denn noch vorbei? Und, Was ist das? Was ist denn das? Das Tor ist leer. Wie kann ich denn daneben das schießen? Wie kann denn den daneben setzen? Das Tor war leer. Das ist unglaublich. Das ist, wenn das kein Momentum ist, dann weiß ich nicht, was es ist. Ja, da hat er halt Glück. Ist wieder durch. Jetzt kommt sein nächster Schuss. Der ist dann auch wieder drinne. Also das ist hier alles ein bisschen unverständlich für mich. Dass meine Spiele das leere Tor zum Beispiel nicht treffen. Nee, das ist hier heute Mega-Momentum. Einfach komplette Verarschung. Wir spielen eigentlich ganz gut. Wir machen vorne so viel Aktion. Es darf nicht reingehen. Das ist, tja. Das ist einfach heute schlecht. Das ist so, ne? Alles gegeben, aber trotzdem nichts gerissen. Außer ein paar Bänder oder so. Ja, ach klar. Ich kann nichts machen. Das ist einfach pure Verarschung. Einfach pure Verarschung. Ich habe ihm halt gesagt, er soll den Ball wegspielen. Was macht er? Er dreht sich erstmal um, verliert den Ball, macht halt einen Luftschuss. Super. Ja, damit ist das Spiel gegessen. Lukaku, komm. Oh. Ja, gib ihm doch vielleicht nochmal direkt Faust ins Gesicht. Ist abseits, aber... Aber es hat alles nicht sollen sein, deswegen, Yeses! Dann haben wir wenigstens einen Treffer und von Sanchez. Wir kriegen wenigstens einen Punkt dafür. Alexis Sanchez. Mit Vorlage Lukaku. Sehr schön. Wenigstens das. Und dass Sanchez hier einen Kopfball macht, ist richtig typisch für diese Partie. Die unmöglichsten Dinger funktionieren hier. Wir hatten so viele Chancen. Wir hätten eigentlich hier als komplett siegreiche Mannschaft vom Feld gehen müssen. Ja, hat er gut gesehen. Na, wie ist das? Der Anschlusstreffer. 2:3, dass wir nicht ganz komplett Blamage haben. Aber wir hätten durchaus weitere Treffer machen müssen. Lukaku hat ja mindestens einen Treffer auch schon mal richtig daneben gesetzt, obwohl er es hätte machen können. Und dann hatten wir von Rodwell einen Kopfball, der nicht reingegangen, nicht reingehen wollte einfach, weil das Tor leer war und pff. Ja. Ah, wieso schießt er nicht aufs Tor? Schade, wir hätten da fast noch die Möglichkeit gehabt zum Ausgleich. Leider, wie man sieht, 2:3 verloren. Wenigstens ein Kopfball. Ja, das muss man sich mal vor Augen führen. Kopfball von Alexis Sanchez, der irgendwie 1,68 Meter oder so groß ist, so 1,70, keine Ahnung. Also eigentlich total Nachteile hat, was Kopfbälle angeht. Und eigentlich auch nicht so typisch dafür bekannt ist, dass er eben Kopfbälle macht. So, und das war halt gleich das erste Tor. Kommt da irgendwie mega krass durch. Tja, so ist das. Wir verlieren hier das Match. Das Team ist an sich nicht schlecht. Wir bräuchten halt nur ein bisschen bessere Teamchemie. Da wollen wir direkt mal gucken. Also, Tor ist schon mal nicht schlecht. Torvorlagen, Lukaku, der hat sich auch gefreut, dass er eine Vorlage gegeben hat. Und wir können dann ein Pack aufmachen und das sehen wir dann gleich. So, wir haben einen ganzen Punkt. Wir machen ein 5K-Pack auf. Wir schauen mal, was wir dort haben. In diesem 5K-Pack drückt uns die Daumen. Vielleicht wird es ja irgendwas Cooles, was Nettes, was Süßes, was Schnuckliges oder einfach Schrott. Oh, Mensch. Ui, wir haben einen Shiny Contract. Yay, genau das haben wir gewollt. Und damit sage ich vielen herzlichen Dank fürs Einschalten. Ich weiß noch nicht, ob ich danach noch eine zweite Folge dranhänge oder wir einfach das Spiel hier uns nehmen.
Auf jeden Fall vielen Dank an das Einsenden der Teamvorschläge. Wir müssen nochmal gucken, was wir hier noch Cooles draus machen können. Vielleicht spiele ich nächste Folge nochmal mit dem Team oder nächstes Spiel nochmal mit dem Team und gucke mich mal ein bisschen um. Auf jeden Fall finde ich es gar nicht schlecht, so dass Alexis Sanchez da auf rechts ist. Müsste ich mal ein bisschen gucken, vielleicht ein bisschen einspielen. Ja, und dann soll es erstmal gewesen sein. Vielen herzlichen Dank fürs Einschalten. Macht's gut und bis dann. Tschüss.